Hallo Leute, mit dem 1. März 2024 gibt es Änderungen. Wir fangen mal am Montag um 8 Uhr an. Da ist es wie gehabt: 14-tägiger Wechsel zwischen Ontschigen Not Included und Dwarf Fortress. Abends um 20 Uhr gibt es dann Palworld. Das ist bisher auch so gewesen. Am Dienstag ist Simotrans um 8 Uhr dran mit dem Comic-Pack und um 16 Uhr fällt Astroneer weg. Abends hatten wir da auch wirklich kein Palworld. Am Mittwoch kommt was Neues und das nennt sich 5x5 Minuten. Das ist jetzt Astroneer mit drinne und da gibt es Last Train Home, Timberborn, Dave the Diver und Songs of Süß. Süß, 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 keine Ahnung. Das ist neu, da wollte ich was Neues ausprobieren. Das wird mal ein Versuch werden, der vielleicht ein paar Mal geht. Ich will auch hoffen, das fängt Anklang und ich komme da auch mit klar. Donnerstag haben wir um 8 Uhr Valheim, das war bisher auch so. Abends Palworld sind wir da auch. Das dezimiert sich jetzt leider etwas. Freitags im Wechsel Voxel Tycoon mit RimWorld, alle 14 Tage, wie gesagt, da sind wir ganz gut unterwegs. Samstags Transportfieber sind wir da auch unterwegs. Das weiß ich nicht, wie lange das noch geht. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, dass das auf Dauer noch was wird. Da könnte ein Bug im Spiel sein, ich bin mir da nicht so sicher. Ja, und sonntags abends kommt dann nochmal Palworld und dann ist die Woche auch rum. Das sind meine neuen Pläne für den Kanal und wollen wir mal schauen. Sag mal ganz recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid, ne? Und so weiter und so fort. Macht's gut, bis dann.